Es geht weiter mit Schatten des Krieges. Und es entwickelt sich langsam aber sicher in eine Richtung, wo ich mir denke, ja, es könnte doch sehr interessant werden. Wer zum Henker macht eigentlich hier die ganze Zeit diese Rauchbomben? Pushgrim. Pushgrim, der Anschleicher. Kenne ich noch gar nicht. Wer ärgert mich hier eigentlich die ganze... Also diese scheiß Fallen, die überall sind. Deswegen. Und ich wundere mich schon die ganze Zeit, wo renne ich denn die ganze Zeit rein? Oder was ist denn das? So. Erstmal ab nach oben und starten. Graukjag. Arschgeiler Kämpfer leitet eine Graukjag. Belohnung 0 EP. Okay, starten. Wer hier läuft weg, wenn der Grauk rauskommt? Wir bleiben zusammen und wir erledigen ihn. Der Grauk verfolgt mich! Lass ihn los! Nein! Nein! Hast gerade den Kämpfer wohl getötet? Scheiße! Ich will ja nichts sagen, ne? Aber den habe ich aus einer Online-Kiste. Das ist mehr als bitter. Hallo? Warum zum Henker stirbt der Kerl, wenn ich den aus einer Kiste habe? Da kommt der Grauk vorbei und frisst ihn einfach. Geht's noch? Was ist das für ein Scheiß? Na, besten Dank auch. Toll. Ah, super. Toll. Jetzt bin ich gefrustet. Was soll ich machen? Dann mache ich jetzt hier einfach die nächste Aufquest. So. Die Kampfgruben sind der perfekte Ort, um die Stärke unserer Orks zu prüfen. Stimmt. Hoffentlich kriegen wir einen Platz. Das Tolle ist natürlich, die Orks, die ich jetzt bei mir habe und gegen denen ich jetzt, die ich gegenüber trete, sind weitaus höher als die, die ich über die Kiste gekriegt habe. Das macht natürlich auch so dermaßen viel Sinn. Ja? Also die Kisten wohlgemerkt, die ich am Anfang bekommen habe, in der ersten Aufnahme. Weil die sind ja jetzt weg schon mittlerweile. Also die Orks habe ich dafür ja behalten. So, die Kampfgruben. Jede Festung verfügt über ein Übungsgelände, aber es gibt keinen besseren Platz für Orks, ihre Kampfgeschicke zu verfeinern, als die Kampfgruben. Und niemand weiß mehr über die Kampfgruben als der Bruce. Ah, die Kampfgruben. Weißt du, hier werden nicht nur Orkköpfe abgeschlagen, obwohl ich das wirklich gar nicht genug empfehlen kann. Nein, in den Kampfgruben stellst du auch deine Gefolgsleute auf die Probe und beobachtest, was sie mit anderen Typen anstellen. Hier gibt's ständig starke Orks zum Kämpfen und wenn deiner überlebt, macht ihn die Erfahrung noch stärker. Wenn er abkratzt, ja, dann hat der andere einfach mehr drauf, also wäre das ein potenzieller neuer Rekrut. Und egal wie der Kampf ausgeht, deine Jungs werden das Blutbad lieben. Nichts verleiht mehr Kampfgeist als ein paar Gefallene. Es ist ein Verräter! Oh oh. Es schreit da in den Grund und Boden. Bounce, ein Schlag, Viertel Leben weg. Klatsch, tot. Okay, Golem Stufe 5. Arme Sau. Und? Hat das nicht Spaß gemacht? Grog getrunken, laut gelacht, Blut vergossen und Grog getrunken. Die Kampfgrube ist unvergleichlich. Auftrag abgeschlossen. Tja, sehr schön, die Kampfgruben. Jetzt, da du das Gebiet beherrschst, kannst du deine Gefolgsleute in Kampfgruben schicken. Das hätte ich vorher wissen müssen. Die überlebenden Gefolgsleute erhöhen ihre Stufe, aber denk dran, dass das Level eines Gefolgsmanns niemals höher sein als das dein eigenes. Um einen Gefolgsmann in einen Kampf mit einem feindlichen Ork zu schicken, begib dich zum Startpunkt des Kampfgrubenauftrages. Jedes Gebiet hat drei Kämpfe unterschiedlicher Schwierigkeitsstufen. Du musst in jedem gewinnen, um den nächsten freizuschalten.
Wenn du alle drei gewinnst, erhältst du die Zitadelle der Verbesserung für die Festung in diesem Gebiet. Du kannst auch zwei Gefolgsleute gegeneinander kämpfen lassen, indem du sie über das Armeemenü befehligst. Dies startet einen Kampfgruben-Gefolgsleute-Auftrag. Oh, 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 oh. Oh, zwei neue Gebiete. Es gibt zwei neue Gebiete. Wer will noch mal? Wir haben zwei neue Gebiete zu vergeben. Sehr schön. Herausforderungen. Nun, da du durch Mordor reisen kannst, hast du auch Herausforderungen freigeschaltet. Schließ Herausforderungen ab, um deine Fähigkeiten zu verbessern und Belohnungen zu verdienen. Deine Herausforderungen kannst du dir im Auftragsmenü ansehen. Meine Herausforderung war zum Beispiel Karagor Reiter von Gorgoroth. Was? Von Gorgoroth? Nutze Karagor, um deine Feinde in Gorgoroth zur Strecke zu bringen. Töte Feinde, während du einen Karagor in Gorgoroth reitest. 10 Stück. Belohnung: geschnitzte Juwelen. 3. Oh, okay. Und auch faltsame Nuren. Beweise Nuren, dass du deine Angriffe niemals enden. Erreiche eine Trefferserie von 25 in Nuren. Kriegsbeute 100. Toll. Erlange in die Lufthoheit bei Nuren. Töte Drachen in Nuren. Oh, das gibt 50 Goldmeridian. Das ist nicht schlecht. Den können wir schon mal verfolgen. Dann haben wir zu Fall gebracht, besiege die Orks, die Befestigung von Mordor herrschen. Gibt 500, töte den Oberherrn. Habe ich da irgendwie ein festes Zeitlimit? Nee, habe ich nicht. Eroberer, Community herausfordern. Erobere die Festung eines anderen Spielers in einer Online-Eroberung. Schließe eine Online-Eroberung ab, gibt eine Goldbeutekiste. Auch nicht schlecht. Ich bin mir gerade am Überlegen. Ich hatte doch hier eigentlich etwas mit... Naja, also... mit großen Viechern irgendwie sowas, oder? Ähnlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber war da nicht was? Töte einen Drachen in Nuren. Okay, ja gut, das können wir auch später machen. So. Kampfgrubenmaden. Entlende Gefolgsmänner. Kampfgrubenmaden, welche Stufe ist der? Flak der Große, Stufe 15. Na dann, Gefolgsmann wählen. Wen geben wir dem denn das jetzt hier auf dem Hals? Sund der Undurchschaubare. Oh, Barbol der Schütze, Dingens, 24, 21, Marodeur. Ach, hier, komm, weißt du. Nehmen wir den. Du hältst dich wohl für stark. Das sehen wir ja gleich. Bringt mir jemand Stolzen. Ich bevorzuge jemand mit Stolz. Stärkung! Ist egal, der Bogenschützen. Nice. Oh. Komm hierher. Du bist tot. Komm. Er schießt ihn. Sei bereit für den Tod. Hoppala. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube... Das war eine doofe Idee. Okay. Also, wenn das so ist, du ziehst dich nicht zurück. Das reicht jetzt.
Ich räche mich beim nächsten Mal. Nee. Wir sind hier noch nicht fertig. Na! Bleibst du hier? Ich könnte nämlich jemand Neues gebrauchen. Meine Kampfkraft gehört dir. Ja, wunderbar. So. Dann kannst du nämlich auch gleich mein Leibwächter werden. Warum nicht? Das finde ich doch ganz praktisch. So. Damit hätten wir das nämlich dann auch. Und es gab sogar EP dafür. Wenn das mal nicht schön ist. Dann können wir auch gleich nochmal machen. Da fällt mir gerade noch was anderes ein. Ich könnte eigentlich, wenn ich jetzt schon hier bin. Und so gesehen da noch einen Platz frei habe. Da könnte ich doch noch irgendwas Widerliches aus meinem großen Katalog nehmen und da unten reinstopfen. Zum Beispiel Bubol der Sanfte. Oder auch Golm der Amboss. Wie wär's denn mit Gluck der Denke? Wäre zum Beispiel auch noch eine Alternative mit seinen Nägeln im Kopf. Wieso auch immer. Er ist nur leicht kränklich und benommen durch Karagore. Aber ansonsten hätte er eine verfluchte Waffe. Und das macht ihn doch ziemlich widerlich. Von dem her, ja, ich denke mal, Gluck der Denker, den könnten wir hier hinziehen. So. Sehr schön. Nachdem wir das dann haben, können wir, ich denke mal, ohne Probleme das Ding jetzt hier noch einmal starten. Und wir versuchen es jetzt einfach mal. Jetzt wirst du verlieren lernen! Und jetzt töte ich dich, richtig? Genau, töte ihn mal richtig. Also nicht halt. Ist dir nicht klar, wie stark ich bin? Tod! Er scheint mir dem Feuer sehr zugetan. Jetzt hau ihn doch! Ein Schlag. Ja, schön. Gluck der Denker ist aufgestiegen. Hat Grom im Feuerbeschwerden eine Kampfgrube besiegt. Belohnung Fähigkeitspunkt erhalten. Oh, warum das denn? Schön. Wieso habe ich... Wieso habe ich jetzt einen neuen Fähigkeitspunkt gekriegt? Egal! Kampfgrube Maden! Nein, nochmal, jetzt hier! Wunderbar, Kampfgrube Maden! Endet ein gefolgsmann Kampfgrube, der, damit er dort Einfluss und Ruhm erntet, falls er es überlebt, einmalige Belohnung plus einen Fähigkeitspunkt. Volksmann wählen. Welche Stufe ist der? Keine Ahnung, scheiß drauf! Nimm mal gleich den Leiden normal! Na, mal sehen, ob du auch mich besiegst! Komm schon, ich fange gerade erst an! Die Falle! Na? Komm! Erledige ihn! Sehr schön!
Ja! Nochmal! Sterb! Oh oh. Komm! Ja! Nice! Obwohl man dazu sagen muss, der war schon böse. Ne? Also der war schon, der hat schon was gehabt. Ne? Kampfgrubenmaden und gleich den nächsten. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Einmalige Belohnung plus einen Fähigkeitspunkt, den ich glaube ich schon habe. Oh, er hat nur eine Schwäche und das ist kränklich. Okay. Dann wollen wir mal gucken, wen setzen wir ihm denn entgegen? Flak der Große? Ulrich die Spitze! Du erhebst deine Hand gegen mich? Du bist gleich mein nächstes Opfer! Ist aber irgendwie. Ja, ne? Der vergreift sich erstmal an den kleinen Ed. Der ist gar nicht mal doof. Der macht erstmal seine Gefolgsleute platt. Und hat dann nämlich dann den Kerl für sich alleine. Der natürlich ein paar Stufen niedriger ist. Oh nein, was ist das denn? Nein, nicht die Gefolgsleute töten! Brachiale Gewalt! Eieieiei! Ach so! Das sind von ihm die Double! Aua! Ich glaube, das könnte wehtun. Eieiei, gebrochen! Und... im Arsch! Ja! So, Olrock, die Spitze hat dadurch jetzt auch nochmal was gekriegt. Ist doch eigentlich ganz nice. So für zwischendurch. Zum Hochleveln der Leute ist das doch eigentlich mal, ja, ist ein netter Zeitvertreib. Oh, mal gucken, was haben wir denn jetzt hier? Die Kampfgrubenkrieger, jetzt haben wir hier einen mit, Stufe 25. Nicht so toll. Lassen wir das mal. Das machen wir dann irgendwann später. Kampfgrubenmaden, das ist Kampfgrubenkrieger, das ist der nächste Punkt. Vielleicht mal eine Online-Eroberung machen. Wäre auch noch eine Alternative. Einfach mal so zum Angucken. Warum eigentlich nicht? Komm. Machen wir jetzt noch eine Online-Geschichte, aber mal so zum Reingucken, wie das ist. Und dann im Anschluss werde ich dann in der Quest oder so gesehen in der Story gucken, wo wir da weitermachen können. Wir haben jetzt dann neue Bereiche, die wir auf jeden Fall dann so gesehen uns holen können. Oder aber wir könnten jetzt hier auch das komplette Areal für uns erstmal belegen. Das wäre dann die nächste Alternative, dass wir halt hier alle Orks auslöschen, die nicht zu uns gehören und dann einfach alles durch unsere ersetzen. Könnte man natürlich auch machen. So, aber bevor ich das jetzt hier mache, Fähigkeitspunkte. Zwei Fähigkeitspunkte sind da, fast drei. Was nehme ich oder was benutze ich sehr oft? Verzehren benutze ich eigentlich sehr oft. Erhöht deinen Zorn.
Ziele wären verzehren mit... So, und drücke 4, um einen weiteren aufzuzählen. Jedes zusätzliche Ziel kostet dich Fokus. Erhöht die Chance auf hochwertige Ausrüstung von Hauptmännern oder hochrangigen Orks. Ist natürlich auch geil. Eissturm. Friere deine Feinde mit Kreis ein. Okay. Eissturm. Todesstöße verursachen auch kritische Treffer. Eissturm. Todesstoß zerschmettert dein Ziel, was umstehende Feinde panisch fliehen lässt. Ist nett. Wollen wir auf jeden Fall haben. So, was ist das jetzt hier? Du kannst einen Schattenkaragor herbeirufen. Da ich sowieso ziemlich viel mit Karagorn unterwegs bin, macht das ja auch Sinn. Nehme ich das jetzt endlich mal. So. Nächste Kriegsbeute kriege ich mit 1000 Punkten. Besten Misteroberung. Atulika, Bastion Schreckenstamm. Verteidigungswert 77. Bereit machen für eine Eroberung. Belohnung. Stufe 10, Stufe 10, Stufe 10. Begib dich in die Welt eines anderen Spielers und erober seine Festung. Besiege seinen Oberherrn so schnell wie möglich, um Plündergut und Kriegsbeute zu erhalten und deine Angriffswertung zu verbessern. Ach, ja. Moment. Belagerungsverbesserung. So, wir nehmen hier noch wen mit. Warum? Da könnten wir doch eigentlich... ja, ne? Nehmen wir doch mal Gluck den Denker mit. Der kriegt... Kriegt der Sprengmeister? Kriegt eine Karagor-Armee? So, hier schalten wir erstmal alles frei. Der kriegt entweder Äxte. Wen haben wir denn da? Da haben wir Arkarum, der Gefräßige, Schildträger, Jägerhort, ist eigentlich auch schon ganz geil, oder ein Wildenhort. Also wir haben auf jeden Fall schon mal eine berittene Kavallerie mit Karago oder Olokai. Eine Armee mit Olokai. Dazu nehmen wir dann Schildträger, das ist ein absoluter Wall. Feuerbelagerungsbestien. Giftbelagerung oder Fluchbelagerung. Nehmen wir Fluchbelagerung. Kankrasblut. Haufenweise tödliche Spinnen schwärmen durch die Festung und vergiften die verängstigten Schildträger. Geil. Was haben wir hier noch? Die angreifende Armee wird von einem Kriegsgrauk unterstützt. Einer gewaltigen Bestie von furchtbarer Zerstörungskraft. Geil. Oder wir haben einen wilden Drachen. Ein Drache lässt flammendes Chaos auf die Festung regnen. Vorsicht, Drachenfeuer unterscheidet nicht zwischen Freund und Feind. Das könnte ein bisschen böse sein, das haben wir beim letzten Mal schon hingekriegt. Allerdings ist der Kriegsgraub doch relativ geil. Das gefällt mir. Machen wir das. Schön. Okay, reißen wir jemand anders mal die Basis ein. Oh ja, oh ja, oh ja, das wird so geil. Online-Eroberung. Du hast das Mordor eines anderen Spielers betreten. Plane deine Angriffe, um den hiesigen Oberherrn zu besiegen und die Festung zu erobern. Je schneller du siegst, desto mehr Kriegsbeute erhältst du und desto schneller steigt deine Angriffswertung. Bei Online-Eroberung kannst du jeden Hauptmann für die Dauer der Eroberung rekrutieren, aber nur die Gefolgsleute, die du mit dir gebracht hast, werden in dein Mordor zurückkehren. Das ist gut zu wissen. So, da oben kann ich leider nichts machen. So, Jungs. Ha!
gehört dem dunklen Herrscher und er gibt sie nicht einfach auf. Warum zum Henker ist einer meiner Leute, bitteschön, gerade eben verblutet? Was? So? Wieso? Warum? Am Arsch! Ich werde dich mal kurz brauchen. Ich diene dir, heller Herrscher. Na toll. Na dann, für mich weiterkämpfen. Ich werde mein Leben für euch geben. Schütze meinen Namen. Am Arsch! Tschüss! Falls seine Union ist abgeschlossen. Was ist das denn? Habe ich jetzt trotzdem irgendwo einen Drachen gefüllt? So. Noch 5 Minuten für Gold. Stufe 13, alles klar. Aus dem Weg! Und mit dir durch! Meine Jungs kriegen Saures dafür, dass du es hier reingeschafft hast. Aber erst schlachten wir dich und deine ganze Rebellenarmee ab. Wieso bezweifle ich das? Oh, das war der eigene. Hey, wo ist der Kerl hin? Wo ist der Kerl? Hörst du wohl auf hier, Go? Tschüss! Oh, ich habe keine Lebensgeschosse mehr. Och Mann! Okay, gut. Bring eine Wertung ein und tritt dem Oberherrn gegenüber. Haha, da bin ich! Kann ich hier nicht laufen. Das kostet unnötig Zeit. Du hast es wirklich bis hierhin geschafft. Den meisten fehlt der Mut dazu. Jetzt reiß ich dir das Herz raus. Noruk. Das ist ein leichtes Ziel und das war's. Oh,
Nö. So viel Schmerz. Kannst du ihn fühlen, Grabwandler? Komm her! Und tschüss! Na los, ramme deine Klinge in mich. Aber meine Festung hältst du nicht lang. Gute Nacht! Tschüss! Tschüss! Festung von Artulica erobert. Ja, das gab Gold. Oh, das gab sogar einen epischen Ring. Nice. Es gab eine Eroberungskiste. Und ich glaube, einer unserer Leute ist, glaube ich, dabei verreckt. Ich bin nicht ganz sicher. Aber ich glaube, einer unserer Leute ist dabei verreckt. Was an sich nicht sehr schön ist. Na? Also, das hat so einen kleinen, bitteren Beigeschmack. Man kann sich Orks kaufen, muss man aber nicht. Das Schöne ist, wenn die in der Verteidigung sind, können sie, glaube ich, gar nicht draufgehen. Die können nur draufgehen, wenn man mit denen angreift. Die Frage ist, macht es überhaupt Sinn anzugreifen? Meine Punkte hat es jetzt auf jeden Fall gegeben, also EP. War gar nicht mal so unübel. So, eine Online-Blutdrache ist auch wieder da. Oh! Es gab Gold in irgendeiner Art und Weise. Gewöhnlicher Reichtum. Wieso auch immer. Ich habe keine Ahnung warum, aber es gab Tatsache. Es gab 500 Goldmeridian. Ach, das war eine Herausforderung auch gleichzeitig noch mit. Auch nicht schlecht, deswegen das Goldmeridian. Ja, umso besser würde ich sagen. Marx, du hast genug Gold für eine Kriegskiste. Kriegskisten erhalten mächtige Gefolgsleute und Ausbildungsbefehle für die Verbesserung deiner Gefolgsleute. Drücke nach oben, um den Markt zu besuchen. Ja, ich überziehe nur mal wieder. Unnötigerweise. Also von dem her... Warum auch nicht, ne? Dann können wir das doch jetzt einfach auch noch machen. Warum nicht? Ja. Ne? Was haben wir denn hier? Rekrutiere 3 Ork-Gefolgsleute, darunter mindestens 1 Urlok. 3 Ork-Gefolgsleute, 1 legendärer und 2 epische. Und 2 Verbrauchsgegenstände, Auswahl aus Ausbildungsbefehlen und 2 Stunden Kriegsbeute-Boosts. Wieso eigentlich nicht? Das hört sich mal ganz geil an. Was ist das hier? Oh, fehlt leider was. Rekrutiere 4 legendäre Ork-Gefolgsleute und erhalte einen legendären Ausbildungsbefehl. Und hier unten haben wir 4 Ausrüstungsgegenstände, alle legendär, 1-2 Stunden Booster. Nee, was ist das hier? 2 Stunden Kriegsbeute Boost oder 2 Stunden EP Booster. Urlok Stoßtruppkiste. 2 Ork-Gefolgsleute, mindestens 1 legendärer, 2 epische, 2 Verbrauchsgegenstände, Auswahl zwischen Ausbildungsbefehle und 2 Stunden Kriegsbeute-Boost. Ich möchte gerne Urlok Stoßtrupp oder Urlok Verstärkung. Urlok Stoßtrupp oder Urlok Verstärkung, was ist besser? Keine Ahnung, ich nehme einfach mal den Stoßtrupp. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich habe die falsche Taste gedrückt. So, das wollte ich. Kaufen, so.
Eine kostet 300, habe nur noch 200 übrig. Okay, ja gut, warum nicht? Da freut er sich. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ungeöffnete Kisten können wir dann ja eigentlich aufmachen. Wir können ja auch noch ein paar Pakete holen. So gesehen, den können wir nicht mehr. Schon wieder zu teuer. Oder wir könnten rekrutieren zwei mächtige Ork-Gefolgsleute, darunter mindestens ein epischer Gefolgsmann. Auch nicht schlecht. Das können wir auch mal machen. Wir haben eh mehr als genug. Oh ne, 20 möchte ich eigentlich nicht haben. 5 reichen. Eigentlich reicht eine Kiste auch erstmal. So, Meridian habe ich ja eigentlich auch noch ziemlich viel, aber egal. So, was haben wir denn da Schönes drinne? Ich denke mal, die Kisten machen wir noch auf, dann habe ich hier einen sauberen Cut. Wenn es nicht mehr interessiert, was da gleich rauskommt aus den epischen Kisten, wir sehen uns dann schon mal in der nächsten Folge. So, wir haben eine Fluchausbildung. Gefolgsmann erhält eine Fluchwaffe. Oh, Marodeur des Meuchlers entflammt und episch. Und Maschinenstamm Fährtensucher episch. Nett, nett, nett. So, dann wollen wir mal gucken, was haben wir hier? Machen wir erstmal die Beutekiste auf. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Einen legendären Dolch. Rekrutiere einen Ork, bla bla. 22 Hütter Giftschaden. Schnelles Werfen. Vergiftet vergiftet das Ziel alle 35 Sekunden. Stellt nach einer erfolgreichen Schleichtötung Gesundheit vollständig wieder her. Ui. Oh. 25% weniger Schaden durch Fernkampfangriffe. Der Dolch ist, oder eher gesagt, der ist geil. Der Umhang ist geil. Schnelles Werfen vergiftet alle Ziele, alle 35 Sekunden. Okay, was ist hier? XP-Booster, ein Trank, der einen Erfahrungsgewinn 2 Stunden lang um 100% erhöht. Nett. So. Fünf neue Sachen. Wir kriegen alles mögliche an Klamotten. Setze einen Feind in Flammen. Was ist hier? 33% Chance, Gegner mit einem kritischen Treffer zu verbrennen. Geil, ist hoch. Das Ding ist hoch. Elbenwut wird um 22% verlängert. Auch geil. 17% Chance, einen kritischen Treffer Gift anwendet. Moment. 33% Chance, bei einem kritischen Treffer zu verbrennen. Und 17% Chance, bei einem kritischen Treffer Gift anzuwenden. E. Stellt pro Fernkampftreffer 7 Gesundheit her. Der andere ist 18% Chance, pro Fernkampftötung ein Elbengeschoss zu halten. Eieieiei. Das sind geile Klamotten. Da muss ich mich echt überlegen, oder muss ich mir echt überlegen, was ich dann jetzt demnächst anziehe. Nächstes Teil. Ui, 3 Orlocks. Gleich 3. Maschinenstamm, Urgram, Eisenkopf. Ein legendärer. Das sind 2 legendäre sogar. Leichtes Ziel. Das war's. Mehr nicht. Oh geil. Oh geil. Oh geil. Oh geil. Oh, wie ist das geil. Oh, der ist geil. Oh, was haben wir hier? Keine Ahnung. Ich kann deinen Namen leider nicht lesen. Al-Hiso, der Riese. Er ist so groß, ich kann seinen Namen nicht mehr lesen. Anfällig für Hinrichtung. Und das war's. Oh weia, ist das böse. Oh weia, ist das böse. Was ist das? Orlok-Rekrutierung. Ein Gefolgsmann erhält eine Gruppe Orloks. Oh, ein Orlok. Ein Gefolgsmann erhält eine Gruppe Orloks. Ah, oh, ist das fies. Al-Ghul, Kriegsgeborener. Was haben wir da? Anfällig für Schleichen. Gut. Furcht vor Morgai-Fliegen. Furcht vor Festnageln. Ja, und halt das Übliche. Ganz ehrlich, diese beiden dicken Viecher. Die werden richtig, richtig böse sein. Ja. Ja, die werden richtig böse werden.
Verfügbare Erfahrung, Kriegsbeuteboost sowie verfügbaren aktiven Boost. Okay, gut, den Boost werde ich mir noch nicht, den werde ich noch nicht aktivieren. Das werde ich irgendwann später machen. Ich sage jetzt hier an dieser Belohnung für Online-Eroberung: Wenn du die Festung eines anderen Spielers erfolgreich eroberst, verdienst du dir Kriegsbeute, eine verbesserte Wertung, eine Eroberungskriegskiste. Im Online-Menü kannst du dich über deinen aktuellen Rang, deine Wertung in deinem Gebiet, in den Gebieten und deinen Fortschritt der nächsten Kriegsbeutekiste informieren. Im Garnisonsbereich auf dem Markt kannst du dir deine Kiste ansehen und öffnen. Ja. Und ich habe neue Ausrüstung, Dolch der Finsternis. Erhöht den Giftschaden. Okay, gut. Und das ist hier der schnelles Werfen vergiftet. Nachwuchs, Machtzuwachs bei Schleichtötung vom Rücken eines Karabos. Schnelles Werfen vergiftet Ziel. Okay, gut, das ist irrelevant. Das ist eigentlich unnütz. Brauchen wir nicht. Was ist das hier? Rekrutierung eines Orks für 40 plus. Erhöht den Giftschaden. Ja. Haben. Erhöhter Giftschaden ist, ganz geil. Wir hätten dann jetzt hier noch andere Schwerter, so gesehen, zur Verfügung. Töte ein Online-Blutrache-Gedönsziel. Zugefügte Nahkampfschaden erhöht sich um 22%, wenn er gesund hat, unter 35% nicht. Das nehmen wir jetzt einfach mal stumpf rein und wir sind komplett episch legendär ausgerüstet. Fällt mir jetzt gerade eben so auf. Ich habe hier noch einen zweiten Ring. Oh, der ist sogar noch schöner. Besiege einen Feind. Was besiegte Feinde explodieren mit einer Wahrscheinlichkeit von 19%. Ja, wieso auch eigentlich nicht, ne? Können wir ja gerne mal mitnehmen. Das sind so geile Sachen, die ich hier mittlerweile finde. Das ist echt nicht mehr feierlich. Das ist eine Schleichaufziehung gegen einen Feind ein, stellt einen Gefolgsmann. Was ist Schleichtung? Genau, vollständiges Leben und Gedöns wieder her. Erhöht den Giftschaden bei Feinden. Scheiß drauf. Stellt nach einer erfolgreichen Schleichtötung Gesundheit vollständig wieder her. Wie geil ist das denn, bitteschön? Man zieht sich einmal kurz zurück, macht eine Schleichtötung, man hat das Leben wieder voll. Das ist weitaus besser als aufzehren. Nehmen wir das also. So, was haben wir jetzt hier noch? Das können wir verbessern. Oh, ist damit automatisch hochgestuft. Das wusste ich bisher auch noch nicht. Erhalte 2 Zorn, wenn du getroffen wirst. 23% weniger Schaden durch Fernkampfangriffe. Bitte was? Bitte was? Bitte wie? Bitte wohin? Setze einen Feind in Flammen. Jawohl, Chance, dass ein kritischer Treffer Feind in Brand setzt, ist was anderes. Erhöht die Chance, kritische Treffer, wenn du vergiftet wurdest. Nee. Nee, das ist doof. Das ist doof. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Okay, gut. Das heißt, das Ding, das bleibt dann erstmal. Was habe ich da jetzt im Moment drin? Ne? Zugefügter Schaden erhöht sich um 12%, wenn deine Gesundheit unter 35 liegt. Ja, das können wir eigentlich noch erstmal mitnehmen. Haben wir hier nochmal irgendwas Schönes Neues? Was ist eigentlich damit? Um 41% erhöhter Fernkampfschaden gegen Etze. Ja, kann man mitnehmen, muss man aber nicht. So, und hier haben wir jetzt, glaube ich, auch alles durch von dem her. So, ich habe jetzt lang genug überzogen. Jetzt muss ich erst noch mal schnell gucken, was mit meinen Gefolgsleuten ist. Ist da jetzt einer wirklich gestorben oder nicht? Ja, Glug der Denker ist leider verreckt. Wieso auch immer. Schade eigentlich. Der war frisch, neu und richtig hoch dabei. Ist doof gelaufen, aber ein Glück. Mit was? Ein Glück. Haben wir ja andere Viecher jetzt hier, die sehr interessant sind. Den wir hier stationieren können. Und ich glaube, ich mache da noch ein bisschen was anderes mit.
wenn er schon jetzt hier stationiert ist. Moment, machen wir kurz da rein. Das ist das Letzte, was ich mache, bevor ich dann auch gleich in einen Break gehe. So. Ziel markieren. Was? Steht Pushkrim dem Anschleicher ein Duell gegenüber? Oh, okay. Eigentlich dachte ich mir, dass ich den jetzt so ein bisschen hochstufen kann. Aber gut, warum eigentlich nicht? Dann kann man das natürlich auch noch machen in der nächsten Folge. Bevor ich dann irgendwie mal anfange, wieder so Hauptquests zu machen. Warum eigentlich nicht? So, in diesem Sinne, ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Ich habe mehr als genug überzogen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.